Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War mit Rom. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich versuchen werde, so weit vorzuspielen, bis das nächste Ereignis passiert. Ich glaube, die letzte Folge waren wir noch 43 vor Christus, jetzt sind wir 21. Das Problem ist, also ich müsste ja bis 12 oder bis 13 skippen und dann, warte, ich zeig's euch mal kurz, bis 12, 13 skippen, dann bis hier oben einnehmen und dann wieder bis 43 nach Christus skippen, dann erst beginnt der Britannienfeldzug. Das werde ich jetzt nicht machen, weil, dann beginne ich quasi hier und dann muss ich 40 Jahre warten, also bis 87, bis ich Britannien einnehmen kann. Das ist ja total langweilig. Und, und während ich vorgeskippt habe, also während ich das so schnell durchgespielt habe, bis jetzt 12 vor Christus, haben mir geschlagen alle. Es haben mir alle, also die Boyer, die Britannia, die Ravisca, dann die Kimmer, die Baktien, also alle haben mir mindestens einmal angeboten für 20, 30, 40k, also 40.000 Geld, die sie mir geben, dass ich sie zum Klientel mache. Und da sieht man schon, dass man so weit ist, dass man eigentlich gewonnen hat. Und man sieht hier jetzt auch zum Beispiel ultimatives Ziel, mir fehlt nur noch Armenien, also das da. Und Britannien. Und sonst habe ich alles. Gut. Und jetzt würde ich sagen, also bei Forschungen. In diesem Tab könnt ihr eine Technologie ab. Ja, da sage ich auch nochmal was dazu. In den Forschungen habe ich jetzt noch die zwei Forschungen. Und das war's. Und deswegen werde ich jetzt das so machen. Ich werde weiter erobern. Und dann aber sagen, wann die Eroberung stattgefunden hat. Und ich hoffe, das ist okay, weil sonst muss ich hier eine Woche lang zocken, damit ich zwei Folgen hochladen kann, so ungefähr. Und so viel Zeit habe ich gerade nicht, weil gerade ist Planet Zoo rausgekommen, das Let's Play ich auch. Dann ist noch Borderlands 3, Wildlands und so weiter, also wird gerade ein bisschen heftig, vor allen Dingen, deswegen kam jetzt die Infotafel wieder, weil ich habe ja meinen PC neu zusammengestellt und neu zusammengebaut, deswegen kam auch bei den anderen Let's Plays lange nichts mehr, weil ich den Case, also das Gehäuse vom PC selbst gebaut habe und ich habe es total unterschätzt. Also ich habe jetzt einen Wandcase und wenn ich das Ganze in Holz gebaut hätte, hätte ich es wahrscheinlich in ein, zwei Tagen geschafft, aber ich habe es halt, hier war eine fette Schlacht, ich habe es halt in Plexiglas gemacht, damit es schön leuchtet. Wenn ich dran denke, werde ich mal ein Foto hier jetzt reinblenden. Vielleicht denke ich dran, ich hoffe. Ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen quasi an. Also es ist jetzt nicht 12 vor Christus. Es ist nicht 21 vor Christus, sondern 12 vor Christus. Und an sich habe ich die schon erobert. Genau. Dann skippen wir nochmal vor. Also quasi das nächste wäre hier.
Magna Germania. Das wäre halt ja noch das nächste. Aber so weit sind die eigentlich nicht gekommen. Also Magna Germania, das war so, da hat es immer mal wieder gestichelt. Aber die Form oder also die Grenze war quasi das da hier. Dann war es so in der Mitte. Dann hier rein, hier. Dann hier eine Blase. Also hier muss ich mal schauen, wie ich das mache, weil das war also so hier und dann hier. Also ja, das ist hier nicht möglich, aber ich übernehme dann einfach die beiden Provinzen. Dann hier Bosporus wurde erobert. Zusammen mit hier. Also dieses kleine Meer wurde quasi auch eingenommen. Das ist hier auch nicht möglich, wegen ja, das ist ja so riesig. Dann wurde eben Armenien eingenommen, Mesopotamia wurde eingenommen, aber also Mesopotamia wurde sofort wieder verloren. Und ja, das war's. Und hier überall, ja, passt es. Genau, und dementsprechend, Entschuldigung, dementsprechend werde ich jetzt anfangen, Britannien einzunehmen. Hier kann ich die da. Also ich nehme beide. Oh, da brauche ich eigentlich nicht, oder? Ja, egal, komm. Ich nehme beide Legionen mit. Und also die Hauptlegionen in Britannien waren, soweit ich mich erinnern kann, die erste, die 12. und die 9. Und die 9. da, ja. Also es sind ja übelst viele Legenden und Mythen um die kleine Stadt. Ich tucker mal dahin. Um die was? Um die Stadt? Nee, sorry, ja, um eben die 9. Armee. Ja, Legion. Und man hat erst vor kurzem quasi, oder also vor kurzem, was heißt vor kurzem, also vor einigen Jahren hat man dann herausgefunden, was da überhaupt passiert ist. Und zwar war das so, dass als sie die Ikena, also die Ikena waren, war ein Volk, das kann man, komm mal. Das kann man hier auch spielen. Das beginnt hier. In Prodica? Nee, Prodica war die Königin. Camuldunum. Genau. Das war quasi die Hauptstadt und das hat Rom auch gepusht, weil das eben die Verbündeten in Britannien waren. Es waren einige kleine Dörfer oder Völker. Verbündete mit Rom und andere wiederum waren ja Blutsfeinde, sage ich mal. Und die Blutsfeinde haben sich eben zusammengerafft und haben Rom sehr zu geschlagen. Vor allen Dingen waren die Druiden waren ein ja sehr hoher Feind, also was heißt sehr, sehr hoher Feind, also sie hatten sehr, sehr, sehr große Probleme, die Druiden zu stoppen, weil die Druiden waren so eine Art Generäle da und also die waren keine Generäle, aber sie haben sich so benommen. Also sie haben quasi die Völker vereint, oder also ein paar Völker, die sich noch nicht unterworfen haben, haben sie unterworfen, vereint, Entschuldigung. Und dann haben sie, ich muss mal kurz schauen, was ich hier verloren habe. Ich glaube, eine gepanzerte
Einheit. Genau, und dann haben sie koordiniert eben so Nadelstichtaktik oder also das heißt Guerillataktiken gemacht und das deswegen haben die römischen Generäle auch Kopfgelder auf die Druiden gemacht. Und ja. Aber Weg versperrt? Wer versperrt mir den Weg? Da ist niemand. Gut, aber ich werde hier jetzt mal anfangen, Armenien einzunehmen. So. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Ja, der hat da eine kleine Hoplitenabwehr, junge Äxte. Ja, das kann man auch automatisch machen. Das ist, ja, braucht man jetzt nicht. Gut, so, ups. Wir haben 200 Nahrung, das ist halt ziemlich krass. Warum brauchen wir jetzt... Ah, das brauchen wir dann auch nicht. Dann nehmen wir die da. Weil hier haben wir schon... Gut, genau. Und Boudica zum Beispiel, das war die Königin von den Ikenern. Und ihr König war eben ein treuer Mann. Und als der gestorben ist, das war... lass mich raten. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war 50. Ich. Ah, 50 oder 60 nach Christus. Ist er gestorben. Und die Tradition heißt ja dann, dass die Frau, also die Königin, dann Herrscher wird. Solange, bis sie halt dann neuen König oder so. Oder bis sie eben. Bis ihr Kind eben ja volljährig oder eben zum ja ihr wisst schon was ich meine. So, und das geht aber bei den Römern so gar nicht. Also die Römer sind ja, sage ich mal, ein bisschen frauenfeindlich. und für die war das ganz klar. Sie sind nach Camaldunum marschiert. Oder also eine kleine Garnison ist da rein marschiert und hat dann ja die ganzen Schätze beschlagnahmt. Also sie wollten quasi die Stadt dann zur Provinz machen. Also quasi mit einem römischen Statthalter. Und weil, naja, der König ist tot, die Königin hat nichts zu sagen. Und für die war eben die Königin nur eine Statusfigur. Und für die Ikener ist das, oder war das eben eine ultra krasse Beleidigung, ist ja klar. Und genau, die haben sich gewehrt und dann haben die Römer was sehr, sehr Blödes gemacht. Und zwar die Boudica hatte zwei Töchter. Und die wurden dann von der kompletten Garnison vergewaltigt. Und während die Königin eben gefesselt zusehen musste. So, dann wurde die Königin und ihre Töchter verbannt. Also sind dann aus in die Landschaft raus. Und dadurch, dass sie dann gesehen hat, wie die Römer ihre Verbündeten in Anführungsstrichen behandeln, hat sie dann eine Revolte angefangen. Und die Revolte war so gigantisch groß, dass sie hat Camaldunum geplündert, also komplett eingenommen, geplündert. Und das konnte sie machen, weil da eben nur eine kleine Garnison war. Die Landungsstadt hier, weiß nicht mehr, wie sie hieß, da sind eben die Römer gelandet. Und
Das war schon eine Festung und da war auch nur noch eine kleine Garnison drin. Und die drei Legionen, also die 9., die 1. und die 12., glaube ich, waren weit verbreitet. Also die 1. war, glaube ich, hier, die 9. war hier und die 12. war hier auf der Insel, oder auf einer Insel. Ich weiß nicht, ob die angezeichnet wurde oder angezeigt wurde. Weil hier war die Insel der Druiden und sie haben in einer Nacht komplett alle Druiden massakriert und vernichtet. Und das war eben ein brutaler Move, aber wichtig für die Römer. So. Und jetzt, was ist passiert? Die Boudica war eine ziemlich krasse Königin, also die war ziemlich strategisch klug. Und zwar wusste sie, dass die Römer eine sehr gute ein sehr gutes Benachrichtigungssystem haben. Und sie wusste, dass jetzt irgendwo die Nachricht oder irgendwo eine Legion die Nachricht bekommt, dass Camuldonum gefallen ist. Und dann hat sie das so gemacht. Sie hat sich ja auf den Hauptweg oder auf den Weg gemacht. Also die Hauptstraße also einen Hinterhalt auf der Hauptstraße zu machen. Und die 9. Legion war die erste Legion, die das mitbekommen hat. Und was deren Fehler war, dass sie dachte, das wäre eine kleine Revolte in der Stadt. Und nicht, dass die Stadt komplett vernichtet wurde. Und ist dann in der Kolonne eben nach Camuldonum gegangen oder marschiert. Und das war der Fehler, dass sie ja, total ohne Sorgen gegangen sind. Das heißt, ohne Vorhut, ohne Nachhut, ohne Flankenschutz, gar nichts, sondern einfach nur in einer langen Schlange. Und ihr wisst schon, also Varus zum Beispiel ist so ein guter Kandidat, der hat dasselbe gemacht. Und ist dann in den Hinterhalt von der Königin der Ikena gegangen. Und so wurde die 9. Legion komplett vernichtet. Und die Nachricht von der 9. Legion, die vernichtet wurde, traf dann auf die 12. Legion, die da oben ist. Und die hat dann alles abgebrochen, also das Lager abgebrochen und ist nach unten marschiert. Und das, was krass war, der General von der 12. war super krass. Also in der war ein richtig guter General. Der hat ja jetzt gewusst über die Streitmacht der Ikena und hat die quasi getriggert. Also ich zeig's mal hier. Also zum Beispiel nehmen wir an, hier ist das Lager der Ikena, hier ist das Lager der Römer. Und die Römer sind zurückgewichen, die Ikena hinterher. Und während die Römer zurückgewichen sind, hat der General der Legion, also Legat hieß der, glaube ich, also das war der Legat. Es gab ja dann noch Tribune und so weiter, aber ja, der Legat hat dann geschaut, wo ein Schlachtfeld ist oder wo ein Feld ist, das ihm zugute kommt. Also er wusste nicht ganz genau, wie groß die gegnerische Armee ist, aber er wusste, dass sie groß ist. Und dann hat er ein Feld ausgesucht, das zu seiner linken Flanke war der Wald und zu seiner rechten war ein Sumpf. Also so, dass er nur von vorne wirklich angegriffen werden konnte. Und die Ikener, die Briten, hatten sehr viele, hier sieht man schon, hatten sehr viele Streitwegen. Und die kann man natürlich nicht benutzen im Wald oder im Sumpf. Und dann hat der Legat der 12. Armee eine sehr interessante Formation gemacht, die komischerweise hier in diesem Spiel die Kelten machen können, und zwar die Dreiecksformation.
Und die war in dem Fall sehr interessant, weil sie eben, einer steht vorne, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, also so ein ganz normales Dreieck. Und die Front war eben dann eine gezackte Linie. Und dadurch konnten mehr Leute gleichzeitig kämpfen. Und die Front war länger. Und die Briten, die zum Beispiel in die negativen Dreiecke gekommen sind, sag ich mal, also zum Beispiel hier rein, die hatten ja dann einer hier, einer hier, einer hier. Also die hatten dann 2, 3 Feinde gleichzeitig. Und sie konnten ihre langen Schwerter nicht benutzen. Und was die 12. Legion auch gemacht hat, war, dass sie die Pieler sehr, sehr oft benutzt haben. Also bevor die Feinde an ihre Reihen gekommen sind, haben sie 3, 4 Mal Pieler werfen können. Und so hatten die Briten keine Schilde mehr. Warum? Weil die Pieler, die Spitze von der Pieler, also der Pieler ist ja der Wurfstern der Römer. Und die Spitze ist aus einem weichen Metall gemacht. Und beim Auftreten verbiegt sie sich so, dass die Gegner die nicht zurückwerfen können, erstens, und zweitens sie nicht aus dem Schilden rausziehen können. Und deswegen war der Schild zu sperrig und sie mussten komplett angreifen, also komplett ohne Schild angreifen. Und das war eben dann der Untergang der Ikena und die Rudika wurde da auch getötet. Gut, so, das war erstmal ein kleiner Exkurs in die in den Britannien-Feldzug. Und warum wurde jetzt die 9. so legendär? Das war ein lustiger Grund, weil die Römer wollten nicht, also zu der Zeit war das Römische Reich eh schon ein bisschen bröcklich und man musste gute Nachrichten bekommen. Und die Nachricht einer komplett ausgelöschten Legion, wie eben Varus-Legion, wobei bei Varusser waren es glaube ich sogar 3 Legionen. Schau. Hier zum Beispiel wieder. Das hätte den Kaiser sehr, sehr geschadet. Und deswegen, und deswegen war es eben. Wurde es eben vertuscht. Alle Schriften, wo die 9. Legion drin gestanden hat, wurden zensiert und dementsprechend waren lange bis zur Ausgrabung in Britannien, wo man eben Teile der oder Rückbleibsel der 9. Legion gefunden hat. Jetzt wird mal erstmal gekämpft. Warte. Ich habe noch was vergessen. Einheitenanzahl. Genau. Das wurde sich ja auch gewünscht. Sorry. Das musste ich nochmal neu machen. Ah, genau. Das ist wieder diese tolle Schlachtreihe. Wieso habe ich das gespielt? Oder wieso wollte ich das spielen? Das ist ja auch sehr eindeutig hier. Gut. Dann warten wir mal hier. Genau, auf jeden Fall, wir fassen zusammen. Ich werde jetzt Rom fertig spielen. Wahrscheinlich wird es noch so, in 2 Folgen lang gehen. Und dann, werde ich am Schluss noch ein paar Hintergrund
Dinger machen, Hintergrundinfos. Und unser General wird angegriffen. Ja. Aber an sich erober ich jetzt einfach so weit wie Rom zu ihrer Blütezeit war. Und dann, ja, soll es das auch gewesen sein. Genau, und wer Epirus oder Rise of the Republic angeschaut hat, also da spielt man ja Rom, wie es am Anfang war. Oder wie es Italien quasi erobert hat. Und wenn es euch interessiert. Schmarrn. Wenn ihr das nicht angeschaut habt, könnt ihr es gerne noch anschauen. Ist ja klar. Und ich habe mir angewöhnt, die ganzen Armeen, die da die Schlachten geschlagen haben, also fast alle, die werde ich dann noch. Die werde ich zusammenfassen. Und genau, dann zeigen wir, wie viele Schlachten sie gewonnen hat, wie viele sie verloren haben und sowas. Genau. Geschosse bereit zum Einsatz. Genau, und das kommt dann quasi ganz zum Schluss. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele die erste Legion und die zweite verloren hat. Das ist dann immer super interessant zu sehen. Legionärkohorte! Lebe es! Bereit zum Einsatz! Schnelles Marschieren! Schnell! Befehle! Jetzt! Bereit! Befehle! Warte, ich hol die mal ein bisschen weiter weg. Weil dann ist der Wurfwinkel nicht so flach. Weil hier ist eher der Fall, dass wir mehr Friendly Fire haben als irgendwas anderes. So, und die gewinnen ja eh jetzt. Keine, wenn es ein guter Tod ist. Ah, das ist, weil es ein Hurensohn ist, das darf man doch nicht sagen hier. Lustig, dass die jetzt hier warten. Als hätte ich noch irgendwelche verbündeten Armeen oder so. Söhne des Mars, durchbrechen die Linie Ibunus. Ja, ein bisschen Druck aufbauen. So. Macht er noch sein Kopfgeld an hier. Warte, ich hol mal die zurück. Dann kann er die schon ein bisschen ausruhen. So. Und jetzt? Ah, jetzt kommen sie. General! Angreifende Schildkrötenformation! Vigiles! Da, das Problem ist, die kommen jetzt von hinten, ne? Geschosse bereit zum Einsatz!
voll frech hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sieg für Rom, General! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Söhne des Marks! Die gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schicksal. Ich zieh mal die zurück. Mal, also die werden mit denen sicher fertig. Kommt der General, schafft es. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Durchbrech angreifen! Mir nach! Ja, los! Schnelles Marschieren! Ja, los! Eieiei. General! Na, da kommt ja schon der Nächste. Denen in den Rücken, das ist natürlich auch nicht so fein. Come on. Stolze Römer! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Nervig, dass die auch Wurfsterne Wurfwaffen. Ja, und jetzt kommen noch die Fernkämpfer. Voll gemein hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nahkampftruppen erwarten Befehle. Ja, gut. Gut, dann vorspulen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, knappe Niederlage. Verlust knapp 600 und getötet ein bisschen über 500. Gut. 34 Minuten oder ne? Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut das nächste Mal wieder da rein. Ich hoffe, es passt, dass wir jetzt nur. Ja, dass ich das nicht zeitlich historisch mache, sondern. Ja. Die Feinde benehmen sich halt auch nicht wie die coolen Feinde, die halt die ganze Zeit hier drücken. Hier passt es jetzt, aber ja. Gut, ihr wisst schon, was ich meine. Also, bis dahin, bye bye, macht's gut. Sega.
Schiffes.